Ja, Gott zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu To the Moon, wo wir uns in Johnnys Haus ein wenig umschauen, um einfach weitere Infos über den todkranken Mann zu erfahren, der da oben im ersten Stock im Bett liegt. Denn wir bieten irgendeine Dienstleistung an, scheinbar erfüllen wir Wünsche und der alte Mann will zum Mond. Viel mehr haben wir noch nicht erfahren. Wir haben einen Schlüssel besorgt und können hier in einen gruseligen Kellerraum. Zumindest finden die Kinder ihn gruselig. Und das machen wir jetzt mal. Die Tür ist abgeschlossen, das ist richtig. Die Tür wurde mit dem Zimmerschlüssel geöffnet. Jetzt bin ich aber gespannt. Das ist ja wie in einer Höhle hier. Ja, aber hier ist ein Lichtschalter. Was zum... Was ist das? Ein Hase aus Papier gefaltet. Origami? Eine kaputte Spieluhr? Ein Plüschnabeltier? Was für eine abscheuliche Kreatur. Oh je. Jetzt nehmen wir es mit. Obwohl, wir stellen es erstmal nochmal hin. Es ist aber auch süß, ne? Burp. Na, wir nehmen es mit. Plüschnabeltier erhalten. Aber die Hasen, ganz viele Hasen aus Papier gefaltet. Jetzt macht natürlich das Origami-Buch, was wir in der Bibliothek gefunden haben, Sinn. Haben Sie es gesehen? Was wisst ihr, Racker, über die ganzen Hasen? Nichts. Der alte Mann wollte nicht, dass jemand reingeht, also haben wir es ihm nie gesagt. Es gibt sogar noch mehr davon. Wo? Im verlassenen Leuchtturm. Der ist direkt an der Klippe. Wollen wir hingehen? Ich hab die Schlüssel. Lass mich raten. Die habt ihr auch irgendwo beim Spielen gefunden. Memo an mich selbst. Neil, bewahre keine abgeschlossenen Dinge in der Nähe dieser Kinder auf. Also wollen Sie zum Leuchtturm? Naja. Es ist ziemlich windig draußen, aber... Also, wir müssen Infos sammeln. Und der Leuchtturm scheint ja eine wichtige Quelle zu sein. Also natürlich gehen wir zum Leuchtturm. Ja, klar. Ach, zur Hölle damit. Ich bin Dr. Botts. Ein bisschen Wind kann mich nicht aufhalten. Also los, lasst uns zum Leuchtturm. Nee, lasst uns den Leuchtturm aufmischen. Ist klar. Okay, dafür müssen wir erstmal raus, denke ich mal. Wahrscheinlich hier durch die Haupttüre. Hallo Vöglein. Wo geht's jetzt zum Leuchtturm? Hier lang? Zumindest ist hier ein Weg. Da hinten ist der Leuchtturm, aber... Da ist der. Wir müssen Richtung Straße und dann auf dem anderen Weg, um dorthin zu kommen. Tja, mein Fallschirm habe ich leider vergessen. Wenn wir jetzt Assassin's Creed spielen würden, würden wir hier runterspringen können, aber... Okay. Schauen wir mal, ob man auf der anderen Seite des Hauses auch noch wohin gehen kann. Na, eher nicht. Hier ist alles zugebaut. Das ist bestimmt der eine Weg da unten, wo wir eben fälschlicherweise lang gegangen wären. Als wir hier angekommen sind. Er ist hier! Was? Mein uralt cooler Strandball! Nee, mein ultra cooler Strandball. Ich dachte, ich hätte ihn verloren. Ach, deswegen titschte der so rum. Der sieht nur aus wie ein... Oh Mann. Der ist sowas von doof. Oh, ich werde ihn nie mehr verlieren. Ich verstecke ihn. Schaut weg! Hör zu, wir haben jetzt wirklich keine Zeit für... Okay, fertig. So, und jetzt gehen wir zum Leuchtturm. Der Ball wird uns doch bestimmt nochmal über den Weg laufen. Es qualmt. Welcher Blödmann hat das Auto geschrottet? Das war... Dr. Rosalind. Ja? Oh, Dr. Rosalind. Also die immer. Die kann ja überhaupt nicht Auto fahren. Und hier überhaupt hier. Den hat sie ja auch getötet hier.
Wer hat das Eichhörnchen plattgefahren? Das war auch Dr. Rosaline. Sie ist schrecklich. Sehr gut. Oh Mann. Die Kollegin bei den Kindern fertig machen. Das ist genau das, was man machen sollte. Was schläft denn da vorne? Oh, ein Eichhörnchen. Keine Panik, Kids. Ich habe alles unter Kontrolle. Entschuldigung, ich feiere das gerade. Das ist ja großartig. Ja, ich sagte ja, wir spielen ein Rollenspiel. Sehr schön. Ja, angreifen. Natürlich. Tsunami-Tritt, Tornadoschlag, Schuh, anderer Schuh. Ah, Tsunami-Tritt, komm. Lautstärke des Kampfschreis, natürlich episch. Das ist dein Ende. Ja. Aufhören! Oder wir sagen, Mom, dass sie Tiere quälen. Ja, sie werden die Polizei rufen. Ach, kommt schon, ich wollte doch nicht wirklich. Ich dachte, ihr mögt dieses Fantasy-Zeugs. Sie sollten sich schämen. Lass es uns Teddy nennen. Okay. Ach, lasst uns einfach gehen. Für mich ist die Nacht gelaufen. Jetzt schon. Sehr schön. Eine sehr schöne Szene. Gefällt mir sehr. Aber wir sind ja für andere Sachen hier. Wir wollen zum Leuchtturm. Und jetzt sind wir da, glaube ich. Ist das ein Grabstein hier? Tatsächlich in Gedenken an River E. Wiles. Wiles war ja der Nachname, aber wer ist River E.? River Wiles, hm? War sie Johns Ehefrau? Keine Ahnung. Kommen Sie, der Leuchtturm ist gleich da vorne. Ja, woher sollen die Kinder das auch wissen? Okay. Wir müssen wohl nach oben. Na gut, was macht man auf einem Leuchtturm sonst, wenn nicht nach oben steigen? Oh. Da sind sie. Tatsächlich noch mehr. Ein mehrfarbiger Papierhase. Hey, der war noch nicht hier, als wir letzte Woche hier waren. Oh ja, Johnny muss noch mal hier gewesen sein, bevor er wieder krank wurde. Zwei Farben, hm? Bin ich eigentlich der Einzige, der von diesen Dingern eine Gänsehaut kriegt? Nein, bist du nicht. Ich finde das tatsächlich ein bisschen gruselig. Sind sie? Ja. Yep. Was zum... Da ruft mich jemand an. Ah, das hätte ich ahnen können. Ja, ja, wir sind auf dem Weg. Na schön, Abmarsch. Was den Hasen angeht, den nehmen wir mit. Natürlich. Was zum Kaktus hast du getrieben? Ameisen verkuckelt. Mit meiner Lupe. Mit Mondlicht? Ach, okay. Dann habe ich eben geschlafen. Mein Gott. Ein Klugscheißer zu sein war auch schon mal einfacher. Den zweiten Teil kriegst du schon ganz überzeugend hin. Dein Helm liegt auf der Couch. Setz ihn auf. Wir gehen rein. Okay, wir gehen rein. Was soll ich tun? Momentchen mal, was bitte? Dein Helm ist auf der Couch, hopp. Welcher Couch? Ich sehe keine Couch. Ich sehe wirklich keine Couch. Ah, hier, das ist die Couch. Wir gehen rein, erinnert mich ja jetzt tatsächlich ein bisschen an Assassin's Creed, das hatten wir eben schon mal. Ist das so ein Animus oder wo gehen wir rein?
initiieren. Alles klar. Jetzt geht's los. Das sollte die letzte erreichbare Erinnerung sein. Deaktiviere die Sprache für alle außer Johnny. Fertig. Schnappen wir ihn uns. Die Position in der Zeitleiste lässt sich jederzeit mit dem Mauszeiger am oberen Bildschirmrand anzeigen. Ja gut, jetzt benutze ich mal kurz den Mauszeiger. Okay, das scheint das Leben von Johnny zu sein. Diese Zeitleiste und tja, Johnny ist jetzt gerade schon ordentlich alt. Deswegen ist es auch die letzte Erinnerung. Wir sind in den Wir sind in den Erinnerungen von Johnny, offensichtlich. Und wir suchen jetzt Johnny. Wo mag er sein? Ist er vielleicht auf Klo? Nein. Hier unten. Ich gehe mal in den Keller, weil er könnte ja in diesem... Okay, wir können nicht in den Keller gehen. Vielleicht ist er beim Leuchtturm. Er war ja noch mal beim Leuchtturm. Vielleicht ist genau das die letzte Erinnerung, auf die wir zurückspringen können. Nee, offensichtlich nicht. Wir können nämlich nicht das Gelände hier verlassen. Nee, hier geht's nicht raus, ne? Nein. Hier geht's nicht raus. Aber wir könnten mal zur Aussichtsplattform gehen. Dann sehen wir ja den Leuchtturm. Ach, da sitzt er. Johnny? Was für eine schöne Überraschung. Wir haben hier selten Besuch. Mein Name ist Dr. Eva Rosaline. Und das ist Dr. von Matterhorn. Dr. Lorenzo von Matterhorn. Dr. Neil Watts. Ach. Ist Ihnen der Name Sigmund Agency of Life Generation geläufig? Oh, also Sie beide sind von der Agentur. Das trifft sich gut. Ich habe gerade überlegt, Sie anzurufen. Lilly, bring uns etwas Tee. Okay, die Erinnerung ist quasi genau vom vor der Beauftragung der Agentur. Lilly? Nun, um genau zu sein, haben Sie uns bereits angerufen. Wir sind hier, um unseren Vertrag aus der nahen Zukunft zu erfüllen. Vorsichtig. Wenn Sie die Klippe von der Klippe stürzen, müssen wir diese Erinnerung neu laden. Hüte deine Zunge, Neil. Zeig etwas Respekt. Das ist nur ein Programm. Ich weiß, aber es ist seine letzte erreichbare Erinnerung und wir brauchen seine Hilfe. Im schlimmsten Fall laden wir einfach neu. Warum sollten wir damit Zeit verschwenden? Sie... Sie sind hier, um mich zum Mond zu bringen? Nicht wahr? Ja, John. Mein Leben ist eigentlich ganz gut verlaufen. Nicht gut genug, wie es aussaut. Also, können Sie das? Können Sie mich zum Mond bringen? Wir nicht. Aber Sie selbst können es vielleicht. Warum wollen Sie dorthin? Ich weiß es nicht.
Keine Sorge, Sie können es uns ruhig sagen. Wir müssen es wissen, damit wir Ihnen helfen können. Wollen Sie den Ruhm, das Geld? Es muss doch irgendeinen Grund geben. Tut mir leid, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich will es einfach. Ich weiß jetzt schon, dass ich diesen Auftrag hassen werde. Nun gut, Johnny. Ich erkläre Ihnen, was wir tun werden. Wir müssen in Ihre Kindheitserinnerungen gelangen. Die liegt weit zurück, zu weit für einen einzigen Erinnerungssprung. Deshalb werden wir schrittweise durch Ihre Erinnerungen in die Vergangenheit reisen. Sie haben uns dafür in naher Zukunft schon die Erlaubnis gegeben. Sobald wir einen direkten Zugang zu Ihren Kindheitserinnerungen hergestellt haben, kehren wir hierher zurück. Dann kommt der Moment, an dem Sie uns helfen müssen, Ihre Kindheit so zu beeinflussen, dass Sie später Astronaut werden. Oder sich einen Riesenkatapult besorgen. Klar ist aber, Sie müssen mehr dafür tun, als ich weiß es nicht sagen. Solange Sie mich zum Mond bringen, werde ich tun, was ich kann. Gut. Folgendes. Um in die Vergangenheit zu springen, brauchen wir ein Memento. Einen Gegenstand, der für Sie einen hohen Erinnerungswert hat. Haben Sie etwas für uns? Das sollte gehen. Der Hase. Wir kennen den Hasen. Nun sollen wir... Ladies first. Notiz Mond erhalten. Wir müssen zuerst das Memento vorbereiten. Dann bereite mal vor. Memento vervollständigen. Kugeln anklicken, um Elemente zu drehen. Ah, okay. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. So, das war's schon. Ein relativ leichtes Rätsel. Das Memento kann jetzt zum Gedächtnissprung aktiviert werden. Machen wir das? Na klar. Moment, was ist mit meiner Privatsphäre? Wir versuchen, sie so wenig wie möglich zu verletzen. Aber meistens lässt es sich nicht ganz vermeiden. Schalte Sichtbarkeit und Interaktivität ab. Es wäre nervig, gesehen zu werden. Ja, ja. Zufrieden? Ach du Schande. Ich habe völlig vergessen, ihn zu fragen, was es mit den ganzen Hasen auf sich hat. Da kriege ich eine Gänsehaut. Wir hätten vorher in seine Akte nach psychopathischen Veranlagungen schauen sollen. Was zum... Hat er mich gehört? Das ist unmöglich. Es ist wahrscheinlich nur ein Teil seiner Erinnerung. Dann bleibe ich bei meiner Argumentation. Da steht übrigens auch das Schnabeltier da auf dem Klavier, ne? Was wir im Keller gefunden haben. Wie auch immer, hör auf zu quatschen und finde ein Memento, das uns hier wegbringt. Ja gut, das hier wird's ja nicht sein. Na, bist du nicht was Besonderes? Hast du zwei Farben, während all deine Kollegen aussehen, als hätten sie in Bleichmittel gebadet, so rum? Wie bitte? Du glaubst wohl, du bist besonders gruselig. Nun ja, da stimme ich dir zu. Oh. Aber das ist trotzdem was Wichtiges zum Aufsammeln offensichtlich. Wir sehen da unten die Leiste. Die müssen wir wahrscheinlich füllen. Okay, das scheint auch ein Memento zu sein.
Benötige Memory Links zum Schließen. Okay. Oh, ich wollte gar nicht hoch. Sorry. Na gut, wo wir hier oben sind. Die Uhr läuft, aber man hört kein Ticken. Notiz Uhr erhalten. Okay, Moment. Die Uhren in Johnnys Haus ticken nicht. Okay. Kurios, ne? Da steht Johnny. Also mit ihm sprechen müsste ja jetzt gerade nicht gehen, oder? Okay. Ein Glas eingelegte Oliven. Bäh. Ich hasse dieses Zeug. Was gibt es daran zu hassen? Es sind eingelegte Oliven. Genau das. Was ist das? Kann man das anschauen? Ein alter geflickter Rucksack. Stammt er aus der Steinzeit? Das werden wir gleich herausfinden. Okay. Oder auch nicht. Des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Okay. Versuchen wir nochmal ihn anzustupsen. Das bewirkt ja scheinbar immer was. Lass es. Wenn wir ihm unsere Anwesenheit in jeder Erinnerung neu erklären müssen, drehe ich durch. Führe mich nicht in Versuchung. Okay, irgendwie logisch. Das ist auch der Hauptgrund. In der ersten Erinnerung haben wir mit ihm gesprochen. Da konnte er uns so ein Memento geben. Jetzt müssen wir es selbst aus den einzelnen Fragmenten, die wir jetzt schon gesammelt haben, wenn die eigentlich hier in den Notizen alle aufgelistet, nein, müssen wir das zusammensuchen. Wahrscheinlich gibt es hier noch, ja, wahrscheinlich einfach das. Kann man mit ihm selber interagieren? Nein, aber ich hätte jetzt gedacht, dass es das Tier ist, aber ich komme nicht dran. Hier kann man auch nicht raus. Die Uhr läuft, aber man hört kein Ticken. Ja, das haben wir ja auch schon festgestellt. Irgendwas muss hier noch sein. Irgendwas übersehen wir. Vielleicht ist auch oben noch was. Das haben wir ja schon. Noch kriegen wir es nicht auf, würde ich sagen, ne? Fast, aber genau ein Memento fehlt uns noch. Das ist ja das Memento. Eine Erinnerung, mit dem wir das aufbrechen können. Was für Bilder schaust du denn da? Spielt das vielleicht eine Rolle? Nein, einfach nein. Frische Windblumen. Ah. Okay. Ich verstehe. Der Duft der Blumen. Würde ich sagen. Haruken! Was zum war das? Was? Genug davon. Ab jetzt übernehme ich das Zerschmettern der Barrieren. Okay. Gut. Das Memento, Regenschirm, kann jetzt benutzt werden. Das machen wir aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bisher bin ich sehr angetan von dem Spiel. Die Stimmung gefällt mir. Es ist mysteriös. Es ist auch ein klein wenig tragisch, denn wir sind ja in der Erinnerung eines sterbenden Mannes unterwegs. Aber das Ganze wird auch mit ein paar Gags sehr gut aufgelockert. Also so kann es gerne bleiben. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis dann. Ciao.